Lustige kleine Tanzvideos und Kids, die Lip-Syncing machen. Schon lange ist die Plattform TikTok viel mehr als das. Nikolaus Rizidis aus Kölbe hier im Kreis Marburg-Biedenkopf zum Beispiel nutzt die Plattform für Aufklärung. Der 29-Jährige ist blind und in seinen Videos zeigt er, wo es in seinem Alltag Barrieren gibt. In den Videos geht es eigentlich darum, wie Menschen sich gegenüber einem blinden Menschen verhalten sollten, worauf sie beispielsweise beim Thema Blinden für Hund, was ein Hauptteil unseres TikToks-Kanals ist, eben verhalten sollten, wie ich mein Leben als blinder Mensch eben meistere. Genau, einfach dein Alltag. Fast 80.000 Menschen verfolgen Nikolaus Content. Wir hoffen uns einfach dadurch, dass wir viele Menschen erreichen, vor allen Dingen auch junges Publikum, und hoffen, dass wir die Menschen gut darüber aufklären können, wie sie sich halt eben verhalten sollen in gewissen Situationen. Wie ich vorhin ja sagte, gegenüber Blinden für Hund. Oder wie geht man beispielsweise auch auf einen blinden Menschen zu, wenn man das Gefühl hat, er braucht jetzt Hilfe? Ja, wie kann man das am besten machen, ohne dass es irgendwie übergriffig ist? Oder zumindest, dass das Gefühl einer Übergriffigkeit entsteht? Genau, viele Leute haben Angst davor und auch sehr viel Respekt. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, ist das gar nicht so schlimm. Und auch Nico ist ein ganz normaler Mensch. Ja, und das versuche ich auch immer oder versuchen wir in unseren Videos auch immer zu vermitteln, dass auch nur, also nur weil ich eine Beeinträchtigung habe und ich jetzt blind, ja, gesetzlich als blind gelte, heißt das nicht, dass ich irgendwie ganz anders bin. Ja, ich bin auch ein ganz normaler Mensch und diese Message ist uns einfach wichtig. Unterstützung beim Dreh und beim Schnitt gibt's von Freundin Sarah. Der vertraut er natürlich komplett. Trotzdem sagt er mir, er würde schon gerne mal eins seiner Videos sehen. Um einfach auch mal mitzubekommen, wie wirke ich eigentlich auf Videos. Ich meine, ich höre ja selber meine Stimme, ne, wie ich rede auf den Videos. Aber wie sieht eigentlich die Gestik und Mimik auf den Videos aus? Das würde mich schon mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst das Plus verschwinden und macht das Herz. Mach weiter. Warte nochmal. Bereit? Ja. Nee, warte eben. Ja, jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst das Plus verschwinden und macht das Herz wie immer rot. Den Link zu Nikolaus TikTok-Account bei FFH in Web und App.